man wird später auch andere Waffen haben. Aber das dann auch erst später. Da oben wird einer stehen. Wir waren da oben und haben dem Typen zugehört, wie er telefoniert hat. Oh, Alter, der Typ läuft da ja. Hallo, wer ist... Puh. Er hat uns leider, was habe ich davon? Leider. Er hat uns Gott sei Dank nicht gesehen. Nicht sofort. So, ich speichere hier nochmal. Man könnte jetzt auch die ganze Zeit die Lichter ausschicken. Unidentifizierter Gegner. Facepalm, aber sowas von Facepalm. So, ich lasse den hier mal liegen. Ich sehe den Gegner gar nicht. Na toll. Weg ist er. Gut für uns, schlecht für ihn. Also, wie schon gesagt, ich könnte jetzt die ganze Zeit die Lichter ausschießen, aber... keine Ahnung, ich will gar nicht die Lichter ausschießen. Früher habe ich das sehr gerne gemacht. Sogar ein bisschen zu oft. Aber nachdem ich meine Skills kenne, muss ich aufpassen. So, ich stelle mich jetzt hier weiter hin. Ich warte jetzt, bis der Typ wiederkommt. Ich speichere schon mal. Alter, läuft er weit weg. Also, ich kann euch ja jetzt schon sagen, was das nächste Spiel sein wird. Das nächste Spiel wird sein Pandora Tomorrow, also Splinter Cell Pandora Tomorrow. Wenn ihr die ganze Reihe mögt, dann könnt ihr ruhig dabei bleiben. Habe ich nichts gegen. Wieso sollte ich auch? So, einfach mal Licht ausgeschossen. Der hat nichts bemerkt. Nachladen. So. Ich würde gerne zoomen oder so besser dran zielen. Heranzielen. Geht ja leider nicht. So, er hat seine Waffe gezückt. Denn er hat was gesehen. Alter, nee. Der war. Nee. Der jetzt. Nee. Der war jetzt richtig blöd. So, man hat gerade gesehen, der hat eine Tasche fallen lassen. Da Tasche aufheben. Da ist öfters Munition dabei oder so ein Stick. Was auch immer das gerade bringt, weiß ich auch gerade nicht. So, den können wir jetzt hier auch liegen lassen. So. Ich weiß gar nicht, ist hier noch jemand, der beobachtet? Ja, da vorne wird noch einer sein. Aber den Anfang kenne ich ganz schön gut noch. Ich sollte eigentlich den Ende kennen, aber Ende erinnere ich mich gar nicht mehr. Oh, da läuft einer. Der hat eine Waffe übrigens dabei. Ah, Mann. Meine verkackte Maus. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich schieße jetzt das Licht aus, was... Willst du mich verarschen? Wer ist da? Deine Mutter. Was war denn das? Nichts. Komm ruhig her. So, der Typ hat eine Knarre. Deswegen erlaube ich mir mal, hier das hier zu machen. Einfach mal in den Hinterkopf geschossen. Sofortiger Tod. Übrigens, ist eine sehr schlechte Idee, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen. Ist eine sehr schlechte Idee. Ihr fragt euch sicherlich, wie ich jetzt drauf komme. Habe ich mal gehört, so sehr ungesund sein. So, mal schneller bewegen hier. Kann ich das Licht... Ich weiß gar nicht, ob man die Lichter ausschießen kann. Ich versuch's jetzt mal. Es geht. Cool. Speichern. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir jetzt von oben, also wir klettern jetzt Rohr hoch und gehen von da oben, oder wir schießen kein Licht aus und gehen von hier unten entlang. Da muss man aufpassen. Holz, das quietscht, ja, quietscht. Und hier Zeitungspapier muss man auch aufpassen. Da oben sind zwei Fenster. Man muss dann wirklich alles aufpassen. Da oben steht der gerade. Ich könnte ihn jetzt abknallen, aber der ist ein Zivilist. Wenn ich das tue, dann wird Lambert sehr böse sein. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Er steht wieder an dem Fenster, na toll. Ich warte, bis er wegguckt. Dann knall ich das Licht ab. Na komm. Alter, wie der steht.
Er steht wie angegossen, ey. Weil Schwarz scheiß auf ihn. Zack. Was zum Henker? Was zum Henker? Also die Synchronisation finde ich ganz schön gut. Übrigens, muss ich sagen. Ganz schön leerer Raum, ne? Also er hat da nichts. Zack, springen. Man muss hier hoch, einmal so seitlich und danach hier hoch. Zack, ganz billig hier. Früher habe ich mich auch gefragt, wie ich da bloß, wie ich da überhaupt irgendwie hochkommen soll oder wohin ich hin muss. Na, jetzt kann ich schneller laufen. Aber erstmal speichern. Wenn ihr die Möglichkeit habt zu speichern, dann tut das auch. Na toll. Wo bekomme ich jetzt einen Code her? Habe ich einen Code dabei? Escape. 5929. So. Wenn ihr denkt, ihr habt gerade keinen Code, dann guckt einfach mal bei Notizen, ob ihr da einen Code habt. 5929 war es, glaube ich. Ja. Offen. Oder ihr müsst da noch irgendwas. Fuck. Irgendwas finden. Toll, wie mache ich das jetzt? Hier sind viel zu viele Lichter. So, die Tür ist zu. Ich speichere dann hier mal. So, denn hier sind auch, da. Leute in den Zellen. Wer zur Hölle bist du denn? Alter. Ich sollte mich nicht so lange aufhalten hier. Wer weiß, was passiert. Fuck. Das war blöd jetzt. Aber hier einen Notfall. Das war richtig dumm von mir. Tut mir leid, ich habe gerade Mikrofon berührt. Wer zur Hölle bist du denn? So. Meine Maus ist jetzt nicht die neueste, also die mit Scrollrad. So, dann hätten wir Licht ausschießen, denn man könnte jetzt einen Schalter benutzen, so. Aber Licht ausschießen ist besser, denn die Leute machen auch die Lichtschalter an. So, zwei. Deswegen muss man da so aufpassen. Besser Licht ausschießen, statt Schalter zu benutzen. Außer ihr wollt halt in der Dunkelheit herumlaufen und keine Leiche verstecken. Die Leichen am besten dort verstecken, wo die Leute jetzt nicht besonders hingehen würden. Zum Beispiel, ich bin mir sicher, die würden hier vorbeigehen, statt da sofort rein. Also die würden hier entlang laufen. Statt sie da reinzugehen. Statt da reinzugehen. Oh, ganz schön hell hier. Die Waffe wieder einpacken. Speichern wieder. Am besten nach jedem Getöteten. Da ist ein Zivilist. Die Tür ist verschlossen, soweit ich weiß. Denn da drin ist ein Offizier. Wenn wir jetzt Alarm anschalten würden oder Alarm ich fange schon wieder an damit. Egal, wenn Alarm angeht, dann na so. Dann haben wir auch, was ist denn das? Der hat einen Laptop auf Ding auf seiner Brust, in sein auf seiner Chest. Chest, ja genau. So, wir haben jetzt ein Speicherstick aus dem Computer genommen. Die bringen irgendwas, keine Ahnung, was sie bringen. Und ich überlege gerade, wo ich die Leiche verstecken soll. Ich lasse die einfach erstmal da liegen. Denn da vorne, ich speichere nochmal, denn da vorne, ouch, denn da vorne wird eine Kamera sein. Mich hat gerade Auto geblendet. So, da vorne ist eine Kamera. Die kann man ausschießen, was ich sehr spät bemerkt habe.
das war's. Aber hier gibt's einen Lichtschalter. Und ein Medikit natürlich. Hier gibt's keinen Lichtschalter. Ich könnte schwören, hier gibt's einen Lichtschalter. Ich schwöre am besten. Habe die Agenten nicht. Blaustein und Madison. Ruhe den Frieden. Jemand hat die Implantate herausgeschnitten. Was machen wir jetzt? Wenn möglich, den Implantaten folgen. Hier ist eine Sicherheitskamera. Gute Idee. Wir verfolgen die Implantate über die Aufzeichnungen der Kameras. Der Überwachungsraum ist im obersten Geschoss. Genau, wir gehen jetzt ins, in den Überwachungsraum. Wer ist denn das? Sieht man nicht. In den Überwachungsraum. Und wir haben auch so einen Chip in der Stirn. Das wusste ich selber noch nicht mal. Also nicht richtig. Aber ich will trotzdem die Leiche verstecken. Und wo kann man am besten eine Leiche verstecken? Natürlich im Leichenhaus. So, jetzt beweg dich mal schneller. Lalala. Also der Typ, den ich hier gerade auf mir trage, der würde uns jetzt nicht abknallen. Nachdem er uns gesehen hat oder uns bemerkt hat und Angst bekommen hat, sage ich mal so, würde jetzt hier zu diesem Schalter rennen und den Schalter drücken. Dann wäre der Typ aus dem Wachhaus da gekommen oder aus dem Zimmer und hätte uns dann kalt gemacht. Also nicht jeder ist hier ein Typ mit Waffe. Einfach mal ganz billig. Typ mit Waffe. Zack. Ich habe so ein Fenster gerade neben mir. Und immer wenn sich da was, draußen was bewegt, dann sehe ich es aus dem Augenwinkel und das stört mich voll. Aber was soll ich machen? So, Tür auf. Hier werden gleich zwei Leute drin sein, oder? Ach so, ja, hier werden zwei Leute drin sein, wo ich früher auch sehr meine Probleme hatte. Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Holen Sie den Vorgesetzten. Der ist nicht da. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mich beschweren. Da müssen Sie zum Tresen rechts von Ihnen. Gut. Sie wünschen? Sie sind derselbe Polizist. Ja, aber das ist unser PR-Tresen. Gut. Ich möchte mich beschweren. Natürlich. Ich möchte Sie dann bitten zu warten, bis Sie an der Reihe sind. Das soll wohl ein Witz sein. Ich könnte Sie einsperren lassen, mein Herr. Okay. Gehen Sie zum anderen Tresen. Sie sind der gleiche. Ach, vergiss es. Naja. Ich werde hier kurz mal eine Aufnahmepause machen, denn ich will noch an den Einstellungen was herum schäppilen. Aber ihr werdet eh nichts merken. Ich speichere mal schnell ab. Bis gleich.